Okay. Nein. Nein. Da. So. Das ist doch nichts Neues. Kann ich das vielleicht selbst lesen? Das sollte ich vielleicht früher tun. Der Einband des Buches lässt sich nicht öffnen. Erzähl mir nicht, ich Nett. kenne sowas. Wer erzählt denn sowas? Das Buch heißt Die Hallen von Irdorath. Dieser Name wird noch sehr wichtig. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur im geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Tja, dann verpiss dich. Ne? Ja, guck mich nicht so behindert an. Verpiss dich jetzt. Da, Eingang. Oder mehr Ausgang als Eingang. Und jetzt verpiss dich, komm. Egal, Leute. Ich mache hier Cut und dann sehen wir uns wieder beim Sonnenkreis. Also, bis gleich. Fail. Nein. Ich muss noch... Fail. Super Fail. Ich habe aus Versehen die Aufnahme abgebrochen. Ich muss noch so einen Penner finden, das Ding repariert. Das Auge Innos. So ein Schmied, der sich mit Kleinoden auskennt. Also auf jeden Fall bis gleich und gleich bei Bennett. Also bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschö. Der Cut war richtig unnötig, weil ich habe mich sowieso geportet, also. Tja. Weil ich mitdenke. Ich aber gar nichts mehr. Ja, ja. Ich glaub nicht, dass sich daran was ändert. Ich erzähle Bennett. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an. Ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Das war doch klar. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht zu. Meinst du mir? Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das kann ja nicht. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Warum er sich so aufregt? Wie lange brauchst du dafür? Sag nicht, dass. Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Ich kann das nicht glauben. Ich bin ganz. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Das hat er doch vorher gewusst. Okay. Bis morgen also, ja? Ich gehe mal kurz zu Lees Freund Khaled. Das ist eine schlimme Sache. Und bete einfach, hey, dass du. Er. Das hat er wirklich nicht verdient. Welche Waffen? Nur die besten. Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Verkackt. Ich hab so einiges gehört. Weil sonst hätte der jetzt in diesem Kapitel. Eine Drachenjägerarmbrust gehabt, wenn ich den vorher nicht kaputtgeschlagen hätte. Das ist jetzt doof. Da müssen wir warten. Nächstes Kapitel, dann kriege ich eine Drachenjägerarmbrust. Die beste Armbrust soweit. Außer natürlich die magischen. Aber dafür hat man ja nicht genug Bolzen. Es gibt einen Feuerbogen und einen magischen Bogen. Warum gibt es keine Feuerarmbrust? Das fehlt noch. Albträume verwehren die Erholung. Muhahaha. Es war genau so, wie du sagst. Okay, Bennett. Was ist das? Hey, du. Haue, wenn du das nicht fertig hast. Ich hab da meine eigene. Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen.
Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Meine Meinung ist ja. Wandert hier klar eigentlich so ein Eintopf? Kann ich noch etwas? Ich hab nichts mehr. Okay. Okay. Ich habe jetzt also das reparierte Auge Innos. Aber hier mache ich jetzt wirklich einen Cut. Und wir sehen uns bei Sonnenkreis wieder. Also bis gleich. Tschö. Jo, da bin ich wieder, Sonnenkreis. Und jetzt stehen sie hier alle. So wie die schwarzen Männer. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Schwer zu sagen. Warten wir es ab. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die 3 Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Na? Oh yeah. Blue. Pink. Blue. Red. Pink. Disco. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Disco, 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 Xardas, tanz mit, Vatras, tanz mit, Peruka, tanz mit, Disco, Disco, Party, Party. Ja, man, so viele Lichteffekte. Epilepsie und so. Fetch. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Oh ja. Peruka. Ihr habt es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Oh yeah. Dragonfighter und so. Yeah, baby.